keine Verschnaufpause für den IB-Goalie. Die volle Konzentration galt heute dem Ziel Meistertitel. Die Festung Wankdorf ist erst zweimal geknackt worden von Basel und vom heutigen Gegner GC. In der ersten Viertelstunde konnten sich die Berner kaum entfalten. Jetzt einmal gab es etwas Platz für den schnellen Regazzoni. Er legte auf für Bastians. Der Deutsche begann heute an Raimondis Stelle. Die Grasshoppers fanden nun auch immer besser ins Spiel. Cabanas auf Linz. Der fiel hin, forderte einen Penalty, allerdings nicht sehr vehement. Er wusste warum. Er war ein Opfer des Kunstrasens. Dann Antonio dos Santos beim Eckball. Mit einer Variante. Der Ball bei Schulz und wumm, ab damit ins Tor. Alain Schulz, der Scharfschütze, mit seiner Torpremiere für GC in der 22. Minute. Ein Superschuss aus rund 20 Metern. Marco Wölfli war die Sicht verdeckt. IBs Freistoßantwort mit Hochstrasser, Haberli und Portillo. Der Ball drin, Haberli jubelte, aber nicht lange. Portillo stand im Offside. Und zwar jetzt. Richtig gesehen vom Assistenten. Und dann noch ein Geschichtchen aus der Schmunzelecke. Schiedsrichter Kämer zeigte Linz die gelbe Karte und das war passiert. Portillo schubste Linz mehrfach. Der Assistent reagierte einfach nicht, bis der temperamentvolle Österreicher genug hatte. Dann war Pause. GC führte dank Alain Schulz. 30 frühere IB-Internationale hatten von ihrer Mannschaft sehr wenig gesehen. Varela kam nach der Pause für Häberli und IB war gewillt, den mäßigen Eindruck der ersten Halbzeit zu korrigieren. Einwurf Schwegler. Schnölli verlängerte, Regazzoni hatte den Ausgleich sofort nach der Pause auf dem Fuß. Unglaublich, unfassbar, auch für den IB-Trainer. Der musste in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben, denn nun spielte IB wesentlich entschlossener. Bastians mit der nächsten Möglichkeit. Nach einer Stunde kam Dumbia für Regazzoni. Die Berner powerten jetzt. Jappi für Dumbia. Und Tor für IB, großer Fußballzirkus. 30 Sekunden brauchte Dumbia nur für sein Tor. Alles lief regulär ab. Kein Offside. Dieser Dumbia ist ein Fußballverrückter im urpositivsten Sinn. Sei du Dumbia alla Luca Toni. Dann stand wieder Roland Linz im Mittelpunkt. Portillo bei ihm. Linz fiel schnell, zu schnell für Schiedsrichter Kever, der den Österreicher mit Gelb-Rot vom Feld schickte. Auch eine unglaubliche Story. Der IB-Sturmlauf ging weiter. Raimondi jetzt auf dem Platz. Jappi spielte ihn an. Sein Pass zu Gesal, wieder Tor für IB. 2:1 nach 75 Minuten. Auch dieses Tor korrekt erzielt. Kein Offside. IB fegte wie ein Gewitter über die Grasshoppers hinweg. Und erhielt dafür eine Standing Ovation der Fans. Einer hatte noch nicht genug. Sei Dumbia. Er kostete seine kurze Einsatzzeit in vollen Zügen aus. Scheiterte hier an Eldin Jakubovic. Gil Jappi, der Torvorbereiter, schickte seinen Stürmer noch einmal auf die Reise. Dumbia versetzte Colina und ließ auch Jakubovic keine Chance. 3:1. Blitz und Donner haben einen Namen. Sei du Dumbia. Dumbia, Matchwinner und Publikumsliebling. Je les aime tous aussi. Ja, ich liebe alle Fans auch. Ich bin so gut aufgenommen haben.
Nur 30 Sekunden hat Saïd Doumbia für sein Tor gebraucht. Ja, als ich kam, dachte ich, ich müsste das Spiel etwas beschleunigen. Wir lagen ja zurück. Mit der Hilfe meiner Kollegen haben wir 1-2 geschossen. Ja, das reichte dann. Saïd Doumbia lässt alle Fußballherzen höher schlagen.